Und bei mir ist Marco Buschmann. Er ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Willkommen bei Phoenix. Ja, willkommen. Schön, bei Ihnen zu sein. Ja. Der erste parlamentarische Geschäftsführer muss unter anderem dafür sorgen, dass die FDP im Deutschen Bundestag überhaupt wahrgenommen wird, was gar nicht so einfach ist, wenn man nur eine von vier Oppositionsparteien ist. Naja, wahrgenommen wird man, wenn man etwas zu sagen hat, was Leuten wichtig ist. Das heißt, die FDP muss ihr Profil schärfen in der parlamentarischen Arbeit. Wir unterscheiden uns sehr stark von unserer inhaltlichen Aufstellung von allen anderen Parteien im Deutschen Bundestag. Wir sind individualistisch, wir setzen nicht aufs Kollektiv. Wir glauben, dass neue Technologien nicht in erster Linie eine Gefahr sind, sondern eine Chance. Und das unterscheidet uns und deshalb sind wir auch gut erkennbar. Dann nehmen wir doch mal das Motto dieses Parteitages, Innovation Nation. Ist das wirklich etwas, was die FDP von anderen Parteien unterscheidet? Ich erinnere mal dran, dass die SPD schon vor 20 Jahren mit dem Slogan Innovation und Gerechtigkeit in den Wahlkampf gezogen ist. Ja, schauen Sie, entscheidend sind natürlich nicht Worte oder Parteitagsslogans oder Werbeplakate, sondern die Frage, ob man mehr liefert, ob man wirklich in die Dinge eintaucht. Und schauen Sie, angefangen von unserer täglichen Arbeit im Parlament haben wir da eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Wir arbeiten als FDP-Fraktion schon jetzt papierlos. Also wir leben Digitalisierung und das merkt man auch an unseren Anträgen, das merkt man auch an der Resonanz. Ach Mensch, die FDP erkennt, dass man mit der Blockchain vielleicht eines Tages das Handelsregister ersetzen kann und den Staat modernisieren kann. Also die reden nicht nur abstrakt darüber, dass man irgendwie modern sein muss, sondern die setzen sich intensiv mit den technischen Entwicklungen auseinander, verstehen was davon und übersetzen das in ganz konkrete Projekte, wie das, was ich gerade genannt habe. Und das macht bei den Leuten, denen der technische Fortschritt wichtig ist, schon einen Unterschied. Ob sie den Eindruck haben, die drucken nur Worte aufs Plakat oder die liefern dann auch konkrete Konzepte, was das für die Gestaltung von Wirklichkeit bedeutet. Jetzt haben Sie ja im Bundestagswahlkampf Worte aufs Plakat gedruckt, die Sie jetzt wieder zurücknehmen mussten, die zumindest der Parteivorsitzende zurückgenommen hat, nämlich diesen Spruch Digital First, Bedenken Second. Da haben Sie, glaube ich, Ihre Meinung ändern müssen angesichts dessen, was Facebook und Co. da angestellt haben. Ja, also ich würde es jetzt nicht überbewerten. Es ist nach wie vor so, dass die FDP, glaube ich, die politische Kraft ist, die in erster Linie die Chancen in der Digitalisierung sieht, für selbstbestimmteres Arbeiten beispielsweise, für die bessere Vernetzung von Menschen, für die leichtere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das zeigen wir auch als Arbeitgeber, wenn wir Mitarbeiterinnen haben in leitender Position, die zu Hause Kinder haben. Durch unsere digitale Arbeitsweise ist es auch kein Problem, wenn die mal zu Hause was machen. Also es ist viel leichter möglich als früher. Aber wir müssen eben sehen, dass wir in den letzten Monaten, nicht nur da, aber auch in den letzten Monaten, Entwicklungen gesehen haben, dass natürlich jede technologische Entwicklung auch Schattenseiten haben kann. Die überwiegen unserer Meinung nach nicht, aber mit denen muss man sich natürlich auseinandersetzen. Wir sind Fortschrittsoptimisten, aber wir sind nicht naiv. Jetzt geht es in Ihrem Leitantrag hier um einige Stichworte, die interessant sind. Klingen, wo man aber nicht so genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Erklären Sie mir doch mal, was eine digitale Freihandelszone sein soll. Ja, die digitalen Freiheitszonen sind, wenn Sie so wollen, ein Experimentierraum unter Normalbedingungen. Wir wollen also Unternehmern, die sagen, digitalen Pionieren, Innovatoren sagen, Mensch, wenn ihr eine interessante Idee habt, dann probiert das doch in so einer digitalen Freiheitszone aus, ohne dass wir euch bereits die gesamte Last der deutschen Bürokratie auf die Schultern legen, weil das erstickt häufig neue Ideen, sondern wir schaffen so einen Schon- oder Schutzraum, wo die Unternehmer erstmal anfangen können, ihre Idee zu entwickeln, ihr Unternehmen aufzubauen, ihre Kernprozesse daraufhin auszurichten, etwas Neues, Interessantes dem Markt anzubieten. Und dann, wenn das halbwegs läuft und die dann sagen, wir wollen auch außerhalb einer solchen digitalen Freiheitszone, das ist ja auch keine Idee, die es nicht schon mal gab. Otto Graf Lambsdorff hatte das schon mal für die neuen Bundesländer vorgeschlagen. Also lasst da neue Unternehmen entstehen, indem wir ihnen erstmal Bürokratie lassen, die sonst überall gelten, erstmal von den Schultern nehmen. Das ist die Idee dahinter. Und dann, wenn diese Leute so weit sind mit ihren Dienstleistungen, ihren Produkten, dass sie in so einer Art Regelbetrieb sind,
und sozusagen den gesamten Markt beliefern wollen, dann müssen sie natürlich mit Recht und Gesetz, mit allen diesen Dingen im Einklang stehen, müssen sie auch mit der deutschen Bürokratie klarkommen. Aber wir wollen nicht, dass das kleine Pflänzchen sofort mit der vollen Last der deutschen Bürokratie plattgetrampelt wird. Herzlichen Dank an Sie.